Alle Pferde in den Boxen und der Start zum 28. Jeno-Europapreis ist in diesem Moment erfolgt. Und Cresus an der Innenseite setzt sich an die Spitze, weiter außen geht dabei Itaguari nach vorne. Itaguari führt vor Cresus, dann Mondrian an der Innenseite, dicht auf Silvestro mit Buenos, vor Taishan, dann Turgion und Calcavecchia. Recht ruhiges Tempo hier zum ersten Mal an der Tribüne vorbei. Itaguari hat das Kommando, führt. Cresos ist in zweiter Position. Dann an der Innenseite Mondrian mit Silvestro und Buenos. Dahinter außen in sechster Position Calcavecchia, dann Taishan und Turgion. Alles dicht auf. So ging es am Ziel vorbei in den Scheibenstraßenbogen hinein. Itaguari führt vor Cresos. Itaguari mit zwei Längen an der Spitze. Vor Cresos dann Mondrian an der Innenseite, Buenos ganz außen. Zwischen beiden Pferden ist Silvestro, fünftes Pferd, dahinter Taishan, Turgion, Calcavecchia an der Außenseite. Es geht in die Gegenseite hinein, 1600 Meter exakt noch zu galoppieren. Itaguari führt. Eine Länge Vorteil gegenüber Cresus. Dann ist Mondrian innen Dritter, vierter Buenos, fünfter Silvestro, sechster Calcavecchia. Dahinter Turgion gemeinsam mit Taishan am Ende des Feldes. Alles dicht auf, Mitte gegenüber. Vorne weiter in Itaguari. Itaguari mit anderthalb Längen Vorteil gegenüber Cresos. Einen Hals dahinter folgt Mondrian innen auf dem dritten Platz. Dahinter dann Buenos außen. Taishan hat Boden gut gemacht. Ebenso Calcavecchia an der Außenseite. Silvestro ist dabei. Turgion am Ende des Feldes. Alles weiterhin in geschlossener Formation. Itaguari führt, Cresus ist Zweiter, Mondrian Dritter. Dahinter dann Buenos mit Calcavecchia an der Außenseite, die ihre Position verbessert. Es geht in den Schlussbogen hinein. Itaguari führt, jetzt vor Cresus, dann außen Buenos. Vierter ist Calcavecchia, fünfter ist Mondrian, sechster Turgion. Am Schluss jetzt Silvestro gemeinsam mit Taishan. Zwischen dem ersten und letzten Pferd keine drei Längen Abstand. Es geht in die Zielgerade, 600 Meter noch. Itaguari führt, Itaguari vor Cresus, dahinter ist Buenos, an der Außenseite Calcavecchia. Wo ist Mondrian? Noch in der Mitte des Feldes. Cresus geht nach vorne, Cresus, jetzt kommt Mondrian, Buenos ist zur Stelle. Cresus ist vorne, Mondrian wird eingesetzt, Buenos kommt, außen Calcavecchia, Turgion wird eingesetzt, Mondrian geht nach vorne. 300 Meter vor dem Ziel, Mondrian vorne, außen kommt Calcavecchia mit Turgion, aber Mondrian, Mondrian, jetzt schauen Sie sich das an, wie der sich verabschiedet, dieser Mondrian. Er gewinnt den Preis von Europa im Handgalopp. Mondrian, Manfred Hofer, das gewinnreichste Pferd in Deutschland aller Zeiten. Und Cresus wird Zweiter. Dahinter außen Turgion vor Taishan, dann Buenos und dann Calcavecchia. Mondrian hat den Europapreis gewonnen.